Und weiter geht's mit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Hallo Freunde, na, wie geht's so? So, im letzten Part haben wir mit Goku Vegeta richtig schön vermöbelt, aber der hat noch nicht genug. Er will sich zum Osawa verwandeln, um Goku ein für alle Mal zu erledigen, aber es hat ein Problem. Es hat keinen Mond mehr hier! Und so wie es aussieht, sollen wir jetzt mit Vegeta ihn etwas anderes suchen oder sollen wir einen Mond suchen oder was? Naja, ich denke einfach etwas umher, wir haben keinen Trainer da oder so. Oh, was ist das da? Nein! Ja, jetzt fällt es mir eigentlich auf, ey. Der Mond ist weg, scheiße. Ich hab versagt, ich hab keine Chance mehr. Es war Piccolo, nicht Kakaroto. Und wie geht es weiter? Ich einfach mal darauf hin zu. Und landen. Kampf beginnen. Ja, jetzt sag aber bitte nicht, dass ich Vegeta steuere. Wow, wow. Das geht nochmal schnell. Jetzt kommst du nur mit dem Spruch, meine Fresse, ich kann es einfach mal Maul halten. Was macht er jetzt? Boah, das blendet, er hat eine zweite Sonne erschaffen, oder was? Was soll denn das sein? Sieht wirklich fast aus wie eine zweite Sonne, oder? Wieso, was ist denn jetzt los? Ja? Nee. Nee, oder? Nein. Nein! Scheiße! Er verwandelt sich zum Osaru, das bedeutet, seine Kaufkraft steigt um das Zehnfache an. Wie zum Henker sollen wir so eine Bestie besiegen hin? Aber coole Katzen, Respekt, hey. Okay, er schwitzt etwas, wieso auch immer, vielleicht ist mir der Anzug zu eng, könnte ja gut sein. Goku gerade etwas sprachlos, wenn ich ehrlich sein soll, ich staune auch nur noch. Ja Goku, ich wünschte es wäre unmöglich, aber leider ist dem nicht so. Boah, ist der riesige. Und er brüllt hier rum, als gäbe es keinen Morgen mehr. Okay, Ladevorgang. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, weil... wenn ich jetzt wirklich gegen diese riesige Bestie antreten soll, dann gute Nacht. Alter, Scheiße, das sieht mich genau an. Das ist kein Osaru, das ist ein Osaru. Scheiße. Ja klar! Seid ihr irre? Okay, soll er einfach mal draufschlagen oder was? Mann, die machen doch kaum Schaden, ey. Was soll der Scheiß? Hat der mir eine gelangt, ey. Und wieder mal voll drauf und voll durch die Steine, die sich immer wieder regenerieren. Wie kann ich dem ausweichen? Hä? Ich finde mich gerade etwas seltsam an. Dämlich an, habe ich das Gefühl. Oh, voll weggezogen. Ich muss noch was anderes machen. Sieht nicht so aus. Ich bin gleich tot. Okay, jetzt bin ich ausgewichen. Sehr schön. Wenn sie mal nicht. Oh, okay, mein seitwärts ausweichen, mal dann rückwärts, oder was? Nee, es glaubt nicht. Scheiße. Was mach ich jetzt? Ja doch, jetzt geht's. So, jetzt bist du dran. 89 Schaden, ist das ein Scherz oder was? Okay, er kann sich jetzt etwas in die Länge, ich gehe dazu, ich mache noch keinen Schaden. Na, das hat mir jetzt mal etwas wehgetan. Was? Pass mal ein bisschen auf, ja? Boah. Achso, ich hab gerade die falsche Taste gedrückt, sorry. Ganz knapp ausgewichen, ey.
Leute, ich habe Angst. Und ich kann nur eins sagen. Ich bin froh, dass mein Bildschirm nicht so groß ist wie eine Kinoleinwand und dass ich kein 3D habe, weil sonst würde ich mir jetzt in die Hosen machen. Alter Scheiße. Auf jeden Goku, hol die Genki-Dama schnell. Und weg hier. Attention. Scheiße, das ist doch unfair. Das Ding war so groß wie ich und jetzt der Hundemann so sehr behaart wie ich. Was ist das? Oh, oder auch nicht. Ich habe noch nicht die richtigen Knöpfe gedrückt, aber war nicht schnell genug. Taioken, yes! Die Sonnenblitzattacke von Tenshinhan. Oh, jetzt weg hier. Okay, Energie sammeln. Auf den Kamer schnell. Jetzt merke ich. Okay, er sieht nichts mehr, aber kann uns irgendwie doch noch spüren, oder was? Ich versuche es gerade und er hat uns abgefunden. Scheiße! Ja, was jetzt? Na, nochmal der ganze Scheiß! Energy, Energy. Nein! Oh! Oh, 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 oh. Das war unfair! Scheiße! Dieses alte Arschloch. Als Opa gewusst hätte, was ich plane. Dabei war er doch geblendet. Oh. Okay, der Kampf wird nicht einfach, Freunde. Der Kampf wird verdammt nochmal nicht einfach. Das Ganze überspringen. Sieht nichts aus. Ja, sorry Freunde, dann müsst ihr euch halt das Ganze nochmal zu Gemüte führen. Ja, das Buch kennen wir doch. Ja, ist schon gut, wenigstens kein Mond. Das hatten wir doch schon mal, die Cheater. Hallo, kann ich was machen? Ah, jetzt. Welcher Bonus ist es? Ja, jetzt merkt ihr, dass kein Mond in der Umgebung ist. Sehr schön. Nein, ich kacke Roto, Piccolo war, das hat er schon mal gesagt. Das gehört auch noch. So, nochmal von vorne. Ich hoffe jetzt auch zum zweiten und letzten Mal. Ich bin schon besser, ein bisschen besser vorbereitet. Ja, jetzt kann ich es überspringen. Na dann, Freunde, mir wieder Kampf zwischen einem ziemlich kleinen Goku und einem ziemlich riesigen Osaru Vegeta beginnen. Na dann, Freunde, auf zur zweiten Runde. Linkhalter, du bist derjenige, der jetzt erledigt ist. Na ja, Goku, du hast richtig erkannt, er ist ziemlich groß, vor allem ist er ziemlich fett. Ja, ja. 89 Schaden, nice. Und ausgewichen, haha. Oh, ist das nicht, diesmal nicht geklappt? Keine Ahnung. Gut, wieder mal weg. Oh, ich war doch eigentlich weg hier, Mann. Es klappt nicht mehr! Scheiße! Jetzt klappt der noch. Oh, ich krieg ja die Krise. So, was ist jetzt? Kommst du oder was? Mann! Ist langsam genug. Offenbar nicht. Er will einfach nicht aufgeben. Oh, er hat immer noch nicht genug. Scheiße! Warte mal zu nah dran. Ich glaube, sie kann nicht ausweichen. Nur etwas. Aber mit dem Scheiß! Das
Lass mal etwas anderes einfallen. Wow, das war knapp. Ich habe beinahe X gedrückt. Jetzt muss ich X drücken. Uff. Ziemlich actiongeladener Fight. Genki-Dama, die einzige Chance, dieses Arschloch noch platt zu machen. Fühl ich immer schön den Rücken, oder? Ich bin dann schön den Rücken, lässt ihn zücken, oder so ähnlich. Abgefedert. Was jetzt? Da bleibt nur noch eines. Ganz genau, Sonnenblitz! Ganz schnell Energy sammeln. Solange noch etwas geblendet ist. Oh. Und weiter Energy sammeln. Ich hab genug! So, Alter, jetzt bist du. Okay, jetzt können wir mich rein spüren, das ist ja auch was Neues. Bisher hat er eben den Scouter gebraucht, aber ist jetzt auch egal, jetzt kriegt man eine Genki-Dama zu spüren. Scheiße! Aus irgendeinem Grund habe ich keinen einzigen Kraftpunkt verloren. Scheiße, die ganze Mühe umsonst! Genki-Dama ist für den Arsch! Nein! Er hat Goku die Beine gebrochen! Versehentlich, du Arsch! So klar, wa? Was? Von wegen! Oh, voll ins Auge! Könnte doch ein Auge blind, aber das nützt mir nicht gerade viel, wa? Nein! Er will mich zerquetschen! Was ist so Ende? Hä? Ist das jetzt ein gutes Ende oder habe ich gerade versagt? Ja, wir sehen sie gleich. Okay, doch, wir haben es richtig getan. Einfach so oft wie möglich auf den Knopf gedrückt. Kuyachiro, die hat ihm den Schwanz abgeschnitten! Tja, da staunst du was, wa? Ich hab halt doch mehr Freunde, als du dachtest. Jetzt hat er keinen Powerschub mehr, er schrumpft wieder auf seine ursprüngliche Größe. Und durch jetzt auch von einiges schwächer sein als ursprünglich, weil das hat ihn sicher viel Kraft gekostet. Und wie ich schon prophezeit habe, er ist ziemlich erledigt. Nur gut für uns. Jetzt bin ich aber gespannt, wer tritt eigentlich als nächster Gegner an. Müsste es eigentlich Gohan sein, wa? Weil das Yajirobe ein spielbarer Charakter ist, das bezweifle ich irgendwie, wenn ein Fehler sein soll. Ja, wie ist Gohan? Okay, ich sehe schon, wir haben hier auf der Oberwelt 3 Dragon Balls und 2 sonstige blaue Punkte und dann natürlich der Kampf mit Vegeta. Sieht so aus, als würde der nächste Part sehr viel Spannung versprechen, Freunde. Also dann, ich hoffe, es hat euch trotzdem einen kleinen Fehl viel Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao zusammen!